Okay, hallo, da bin ich wieder. Und mein tollen Hipster-Glasses hier. Ja, ich habe Dinge gelernt. Danke, Kasi. Also, es hieß, das blaue Leuchten da ist ein Geist. Und es ist immer ein Geist und man muss es irgendwie anklicken können. Also werde ich jetzt versuchen, meine Angst vor dem Wasser zu überwinden, dass ich wieder absaufe. Und da drauf zu springen. Okay. Locke! Da drin war es total öde. Oh, es regnet. Total öde. Ja, so sieht es auch aus. Wie auch immer. Lass uns abhauen. Verstau mich in deinem Rucksack. Okay. Ist die Frage, komme ich hier wieder raus, ohne abzusaufen? Ein Geist gefunden im Gebiet Grasland. Drei übrig. Okay. Mei. Na, das habe ich ja geschafft. Und etwas, was ich noch gelernt habe, ist, man kann Baumstümpfe auch rauslösen und dann einen Baum neu pflanzen. Das war nämlich, worüber ich mich, naja, besorgt hatte, rumgesorgt hatte, wie auch immer, dass ich hier nachher die Welt abholz und ja, dann gibt es keine Bäume mehr und das fände ich ja schlimm, aber jetzt weiß ich, wie das geht und dann bin ich ja auch beruhigt. Schlaui McListik, da ist er. Hallo. Hallo. Dich hat es hier an Land gespült, was? Kein Wunder. Du siehst wie ein Schwächling aus. Es ist wichtig, gesund und stark zu sein, um den ganzen Tag Futter zu schneiden. Ah, um den ganzen Tag Futter zu schneiden, brauchst du starke Muskeln wie ich. Ich wollte sagen, es ist wichtig, gesund zu sein, um Futter zu schneiden. Den ganzen Tag. Echt? Nimm die Sichel und zeig mir, was du kannst. Schneide das hohe Gras und bring mir 10-mal Futter. Trage diese Details in dein Tagebuch ein, damit du nichts vergisst. Ich bin doch nicht so voll. So, das kann ich doch jetzt bestimmt. Ja. Was ist das? Ein geheimnisvoller Samen. Dass das immer so weit wegfliegen muss hier. Da geblieben. Aber ich habe dann jetzt zwei Geister. Das bedeutet, ich kann hier den Hof entdingstern. Okay, schlaue McListik. Oh. Exitus, das ist super. Das hohe Gras hatte keine Chance. Du bist weniger schwächlich als gedacht. Auf. Wie gesagt, mächtige Muskeln sind wichtig, aber einen mächtigen Verstand brauchst du auch. So wie ich. So kannst du andere dazu bringen, Futter für dich zu schneiden. Danke. Bitte, bitte. Es war eine Quest, darum habe ich das gemacht. Außerdem habe ich eine Sichel dafür bekommen. Ich meine, hallo? Super Sache. Lass mal sehen. Was haben wir denn? Ach, wo war es entfernt? Repariere den Hof. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt dann als erstes. Die Düsternis entfernt fehlt noch. Ansonsten habe ich alles. Das mit dem Das mit dem Fleisch muss ich dann noch mal rausfinden. Okay. Ich will den Hof reparieren, bitte. Das ist so süß mit dem Schirm. So knuffig. So knuffig. Oh, und ich wollte noch mal kurz nach der Katze suchen gehen. War das hier? Ich glaube, das war hier.
Oh, 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 oh. Hopp. Zack. Und dabei nehme ich einfach mal alles mit, was sonst noch so rumliegt. Wenn ich es entdecke, heißt es. Da, ich höre doch was. Ich habe nämlich beim Rumprobieren hier mal eine Katze gehört. Da! Da ist sie! Boah, das ist schon noch ein bisschen toll. Miezekatze. Meine Miezekatze. Ich meine nicht, dass ich weiß, was ich mit diesen Miezekatzen anfangen kann, aber sie sind niedlich und miauen und... Ja. Ich finde es süß. Ich will sie haben. Ich mag Katzen. Auch wenn sie mich inzwischen zum Niesen bringen. So, und jetzt muss ich da... Da war doch... irgendwo ein Durchgang? Hab ich mir den eingebildet? Da ist ein Stock. Da ist ein Pass. Kabum. Ha! Hier. Halt! Halt! Oh, komm her! Was das denn? Da brauchen wir bestimmt eine wie nennt man das auf eine Spitzhacke. Spitzhacke. Ich habe eine Planke entdeckt. Hey. Das müsste es doch sein, oder nicht? Möglich? Bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube ja. Sieht aus wie ein Hof. Oder? Schon ziemlich. Ah, ich sollte mich nicht ablenken lassen. Ah, Hof, Hof, los, Hof. Buschel. Buschel, habe ich mit dir schon geredet? Hm. Dann sollte das Teil dorthin. Ich glaube, mit dir habe ich schon geredet. Jawohl, F. Zwei Geister und los geht's. Ich glaube an euch. Super gemacht. Locke und Lumi. Leuchti. Lumi war, glaube ich, der englische Name. Okay, das sieht hart aus. Okay. Buschel. Ah. Oh, hallo du, ich bin Buschel. Mini hat mich geschickt, um dir zu helfen. Ha. Ich bin Spitze im Reparieren und weiß auch einiges über die Landwirtschaft. Okay, cool. Mhm. Nachdem du die Düsternis beseitigt hast, sollten wir den Hof auf Vordermann bringen. Ja, das denke ich auch. Das sieht nämlich ganz schön harde aus. Okay. Viel besser. Farmarbeiter, niemand. Tierpflege, plus 0. Sauberkeit am Hof. Plus 25. Produktionsertrag 0. Hm. Okay. Du erklärst mir das jetzt vielleicht? Mhm. Gratuliere, du hast jetzt deinen eigenen Bauernhof. Damit kannst du eine Menge machen. Mhm. Hier hast du einige Gegenstände für den Hof. Platziere als erstes ein Tiergehege. Groß. Benutze das große Bauernhofbuch auf deinem Hof und platziere das Tiergehege groß, wichtig, wo du willst. Oh wow, 25%. Wow. Okay. Ich soll das groß... Da leuchtet's. Futtertrog. Na, Leuchti. Wassertrog. Noch was? Nein. Wen haben wir denn? Rummel!
Ey, du! Ich hatte es hier total gemütlich und dann kommst du daher und ruinierst alles. Sorry. Was soll ich noch in diesem Schweinestall? Lass uns gehen, Mädel. Ui. Oh, wie war das? So? Darf ich die mal sehen? Leuchti, Locke. Lebensraum bei Segelausrüstung. Persönlichkeit praktisch. Locke ist ein sehr praktischer und organisierter Geist und liebt die Seefahrt. Grummel? Lebensraum, wo man sich verstecken kann. Persönlichkeit grummelig. Beschreibung: Grummel ist ein richtiger Miesepeter. Ja. Würde ich auch sagen. Ah, das sind die Viecher, die ich gefunden habe. Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst. Ort: Grasland, maximal Größe klein. Ist das süß. Kleiner und flinker Graslandbewohner. Sehr scheu, aber auch verspielt. Und ein Groffel: Frühling, Sommer, Winter. Und im Herbst vanishen the sea into thin air, oder was? Ort Grasland, maximal groß, großes und sanftmütiges Herdentier im Grasland. Überraschend weiches und flauschiges Fell. Ja, süß sind sie auf jeden Fall, aber sie laufen immer von mir weg und es tut mir immer voll leid. Da sind gescheckte braune Kätzchen. Mit denen kann ich nichts machen. Ich kann sie nur haben. Ja. Okay. Ich wollte nur die Geister sehen. Okay. Es geht. Ein Lager. Oh, das ist gut. Ach, das ist super. Klasse. Blautruhe gleich Lager. Und was ist die rote? Da ist das Buch. Was ist diese rote hier? Das ist die Inventartruhe. Produzierte Gegenstände werden darin für dich aufbewahrt. Ah, okay. Cool. Gut. Dann gucke ich mir jetzt mal das Buch hier an. Ah, ja. Und wie geht das? Das ist ein kleines... Das ist ein Hain, das ist ein Gartenbeet, ein Futtertrog. Das Tiergehege in groß. Wie kann ich das rechts drehen, links drehen? Ah, so. Okay, stellen wir das mal hier hin. So. Und dann... Mann, ich hoffe, das wird funktionieren. Dann haben wir noch... Ich meine, ich kann mal ein Gartenbeet, Futtertrog... Wassertrog. So ein Wassertrog, der sollte doch zu Tieren hin, oder? So, was also, wenn ich den jetzt so hier hinstelle? So, hier, zack. Und den Futtertrog auf die andere Seite stelle. So. Futter. Muss ich auch drehen. Ja, so rum. Den jetzt auf die Seite stelle. So. So. Schön. Jetzt habe ich hier ein Gehege und ein Futter und ein Wasser. Und wie ist das mit dem... Ein Hain. Ich habe keine Ahnung, was ein Hain ist. Kann ich das drehen? Ja. Was ist also, wenn ich den Hain hier so in die Ecke... So. Das ist jetzt ein Hain. Okay. Gut. Ein Gartenbeet. Gartenbeet, so auf die Seite. Schick. Totschick. Und wo kommt das kleine Gehege dann hin? Wahrscheinlich dürfte ich das alles gar nicht aufstellen. Ah, fuck. Das wollte ich machen. Mensch. Können wir das hier hinsetzen? Zack. Und dann kommt... Ja. Gucke ich mir jetzt erstmal an. Wie das Ganze...
sich dann anlässt. Was steht denn hier drauf? Gartenbeet. Ein Stück frisch bestelltes Land. Was wirst du darauf anbauen? Bewohner leer, 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 leer. Leer, 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 leer. Okay. Damit kann man das verwalten. Die Frage ist nur, wo kriegt man das Zeug dafür her? Hm. Hain. Bäume zu pflanzen. Ah! Zwei Bäume kommen hier rein. Okay, cool. Und das kleine Gehege bietet einem kleinen Tier reichlich Platz. Das Tier wird es hier sehr gemütlich haben. Ein kleines Tier. Und dann ist hier drüben wahrscheinlich ein großes Tier. Bietet einem großen Tier komfortablen Platz. Das Tier wird hier sehr glücklich sein. Ja, ha! Richtig erkannt, würde ich sagen. Okay, jetzt rede ich erstmal mit ihm. Und sagt wahrscheinlich, nein, du hättest das nicht dahin bauen sollen. Ah. Gut gemacht. Wo du nun ein Tiergehege hast, kannst du große Tiere adoptieren. Ah. Komm zu mir zurück, wenn du bereit bist, und ich zeige dir, wie das geht. Aufgabe abgeschlossen. Platziere ein großes Tiergehege. Hey. Hallo, Buschel. Ah. Gruffles sind die Besten. Das sind diese großen braunen Tiere, die auf den Feldern in der Nähe grasen. Ah. Sie sind nicht nur groß und flauschig, wenn wir sie zähmen, geben sie uns auch Gruffelmilch. Aha. Ja. Du kannst Tiere zähmen, indem du sie mit ihrem Lieblingsfutter fütterst. Füttere einen Gruffel mit Zeliumsamen und es wird dir eine Zeit lang voll. Ah. Hier, ich zeige dir, wie man Zeliumsamen herstellt. Jetzt geh und hol uns ein großes, flauschiges Gruffel. Ich will auch ein großes, flauschiges Gruffel, auf jeden Fall. Auf jeden Fall will ich das. Ja, dahin will ich. Und zwar brauche ich dafür einen Stein und eine Zeliumblume, kann das sein? Ja. So, ich habe mal 5 gemacht. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe echt, das reicht. Okay, aber wo finde ich jetzt ein Gruffel? Das Nächte. Da! Hey, du kleines Kerlchen. Hallo, du. Oh, guck mal, jetzt läuft er auch nicht mehr weg. Gucke mal. Ich habe da was für dich. Da hast du den Samen. Komm mal mit. Komm mal mit. Ja, so ein Bravo. Komm. Na komm. Ja, komm. Oh, guck mal, er kommt. Na komm her. Komm. Komm schon. Sei lieb. Komm her. Komm her. Komm. Yes. Ja, ich will das Gruffel adoptieren. Unbedingt. Mm. Wow. Das ist mein flauschiges Gruffel. Ja. Jetzt können wir Gruffelmilch produzieren. Also schau immer mal wieder vorbei und hol unsere Produkte ab. Ich kümmere mich um die Tiere, die du adoptierst, aber du solltest die Tiere auch mit Futter und Wasser versorgen, damit sie glücklich sind. Denk daran, wenn du deinen Hof weiter ausbauen willst, brauchst du einen Schreiner. Okay, einen Schreiner. Aufgabe abgeschlossen. Zähl mein Gruffel. Yay! Ich habe ein Gruffel. Sie ist... Oh, da. Jetzt schläft es im Stall. Na, gehe auf Reise, pflege. Oh, oh, wie süß, ich will es auch mal tun. Ich spiele damit und knuddel es und buddel es. Oh, ist das süß, oh, ist das knuffig. Oh mein Gott. Was ist gehe auf Reise? Soll ich das Gruffel auf deinen Reisen begleiten? Nein, gerade nicht, aber danke. Oh Gott, ich kann es mitnehmen. Oh, ist das süß. Oh, ist das süß. Und hier kann ich ein kleines Tier unterbringen. Okay. Hm. Und Bäume. Ups, da habe ich aus Versehen falsch gedrückt. Ah, hier kommt man so wieder da rein. Okay, cool. Es gibt Futtertrog für das Gruffel. Es gibt Wassertrog für das Gruffel. Es gibt eine Tür für mich. Oh, ich habe leider kein
Kein Plätzchen zum Schlafen, hm? Keine Tür, durch die ich rein kann? Kann ich durch die Tür rein? Nein? Nein? Okay. Schade. Es wäre bestimmt sehr bequem da drin. Und nett. Aber 52% Hofbewertung. Farmarbeiter niemand. Tierpflege plus 25. Sauberkeit plus 25. Produktionsertrag plus 2. Okay, okay. Und da kommt dann wahrscheinlich die Kroffelmilch rein. Wenn ich es richtig verstanden habe. Gut. Da gehe ich einfach nochmal so ein bisschen Zeug sammeln, oder? Oder ich gehe direkt einfach mal mit Meister Low sprechen. Da geht's zum Strand. Da hinten ist das Dorf. Mehr Groffel. Hoppa! Hui! Oh Gott, dieser Schirm. Super. Jetzt kommen wir wirklich vor, wie bei Zelda. Gras niedermachen. Nur aus anderen Gründen. Oh, Samen. Samen, Samen, Samen. So. Genau. Oh, halt, da stand doch irgendwas in der Ecke. Kisten! Kisten? Kisten. Pau! Pauf und puff! Nix drin. Dann halt nicht. Falsche Taste. So. So. Ja, boop. Ja, boop. Hallo. Hallo, du kleines Kerlchen. Ja, du kleines Kerlchen. Du flauschiges Etwas, du. Ja. Fein. Oh, schon fein. Ich finde diese Raupen so süß. Oh nein. Es regnet schon wieder. Wer ist das da hinten? Wer ist das da hinten? Hallo, du Violet. Ah! Ich möchte Komikerin werden. Dann könnte ich Leute nur mit Worten zum Lachen bringen. Aber mir fehlt dieser eine spezielle Witz, über den alle lachen. Mein Meisterwerk, mein Meisterwitz. Nun, wenn ich den ganzen Tag herumstehe, werde ich ihn bestimmt nicht finden. Ich muss die Welt bereisen auf der Suche nach meinem Meisterwitz. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüss! Tschüss, Violet. Ich wünsche dir viel Erfolg auf der Suche nach deinem Meisterwitz. Gehen wir mal zu Meister Low. Meister Low, es regnet. Hallo. Hallo. Guten Tag. Oh. Gut gemacht. Ich hoffe, du fühlst dich hier nun mehr zu Hause. Tritt ein und ruh dich aus. Morgen solltest du mehr von Gemäher erkunden. Vielleicht hörst du sogar etwas von deinen vermissten Schiffskameraden. Danke. Airi. Da ist sie wieder. So sieht man sich wieder, Geisterseherin. Freut mich, dass du Mitglieder meiner Familie gefunden hast. Ja, und ganz ehrlich, einer von denen ist ein furchtbarer Stinkstiefel. Sie und dein Himmelskompass können dich an den Ursprung führen. Den Ursprung der Düsternis und vielleicht auch den von dir. Das war mysteriös. Yeah, Suche, Hilfe und Fermont abgeschlossen.
Auf der Suche nach dem Ursprung. Im Grasland sind noch 8 Aufgaben übrig. Cool. Auf der Suche nach dem Ursprung. Hoppala. Ich habe wieder mit Airi gesprochen. Sie hat mir verraten, dass ich den Schlüssel zur Rettung von Gemea im Altkönigreich im Westen finden werde. Das hast du alles daraus entnommen? Okay. Dann muss ich das mit dem Fleisch in Erfahrung bringen. Und die vermisste Mannschaft finden. Gut, das würde ich gerne dann auch machen direkt. Das sieht aus... falsche Taste. Ja, ziemlich genau in die Richtung. Okay, Quatsch. So, so, so. Ja. Zeigt's mir schon an. Grasland, 50% mehr Tiersichtung, 25% Erntebonus. Die Region ist okay. Der Hof produziert so schneller. Ah, da muss man einfach mehr. Je mehr Aufgaben man macht und Sachen man findet und desto besser geht's im Land und desto mehr Bonusse kriege ich auf Dinge divers. Okay, das kriege ich hin. Da ist auch irgendwas. Was ist das? Ah, ein Stein der Weisheit. Was ist denn ein Stein der Weisheit? Hm. Okay. Will ich mal kurz gucken, was ein Stein der Weisheit ist? Das sah aus, als wäre es irgendwo in der Höhle drin. Mal gucken. Ob sich das mir auftut hier. Oder ist damit vielleicht der Stein gemeint, wo ich Leuchtie gefunden habe? Das könnte auch sein. Weiß ich nicht. Ja, das sieht schon so aus, als wäre es hier irgendwie drin. Oh, guck mal, da gibt es wieder Pilze. Die wachsen aber schnell nach. Könnte der Stein sein? Oder meinen die das hier? Oh! Oh, okay. Ich kann... Oha. Okay. Stein der Weisheit. Beweise deinen Einfallsreichtum. Das Potenzial zu erschaffen und zu lernen formt die Zukunft. Stelle Gegenstände herstellen. Gegenstände herstellen? Nun. Ich kann das einmal herstellen. Ich könnte da nochmal einen von herstellen. Oh, ich könnte ein bisschen Zirn herstellen. Einfach weil ich es kann. Ich kann nass und sehr wässrig Wasser herstellen. Ich habe Wasser entdeckt. Stein der Weisheit, der Pfad ist offen. Okay, Stein der Weisheit, gern geschehen. Und wohin führt mich dieser Pfad? Ich hoffe, ich bin jetzt nicht tot. Ah! Hierhin! Ah! Okay, hi! Hey, hey, hallo, Airi! Singt schon sehr schön. Die Geister sind meine Kinder. Kümmer dich bitte gut um sie. Du solltest mit Grummel mal ein ernstes Wörtchen reden. Da gibt es mit Schnee. Und da so herbstlich. Das ist so sommerlich grün. Du fängst auf grün. Das ist so waldig mit Palme. Spooky. Das sieht auch irgendwie kühl aus. Du siehst auch irgendwie so sommerlich nett aus. Das ist wie so, hier mit denen kann ich hier, vielleicht kann ich hier, schnell reisen oder so. Wenn ich die alle entdecke, dann kann man hier, könnte ich, wenn ich jetzt da hinten bin, und dann komme ich hier raus, und kann ich direkt wieder ins Anfangsgebiet zurück. Zumindest jetzt mal meine Theorie.
Ja, sieht gut aus. Cool. Wieder was entdeckt. Super. Da ist aber jetzt nichts hinter, oder? Kisten. In denen nichts drin ist. Aber gut, das ist kaputt geschlagen. Upsi. Na gut. Das war ein Versuch wert, würde ich sagen. Jetzt weiß ich auch, was ein Stein der Weisheit ist. Ist doch auch was wert. Okay. Hopp. Tada. Ich will jetzt mal kurz beim Hof vorbei, um zu gucken, ob ich den Futtertrog auch mit Futter füllen muss. Oder ob das automatisch dann schon mal eine Füllung hat oder ob... Ne? Ja, halt. Das ist echt niedlich. Meins. Nochmal meins. Zack. 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 Komm schon. Wieder so ein seltsamer Samen. Wenn ihr einfach mal pflanzen, genau, pflanzen sollte und sich überraschen lassen, was passiert. Oder besser nicht. Oder ich bin kritisch. Ich weiß nicht so recht. Pennen die Groffel. Da pennen die Groffel. Ja. Tut immer alle schlafen. Mein Groffel schläft bestimmt auch. Tatsächlich, da ist sie. Die Milch. Gartenbeet, alles entfernen. Okay, also hier kann ich es wahrscheinlich nicht anpflanzen, die mysteriösen Samen. Irre. Mein Groffel hat einen Poo gemacht. Pfui. Kann ich das irgendwie... sieht nicht so aus, als könnte ich damit irgendwas machen. Wasser ist auch drin. Groffel. Großes, sanftmütiges Herdentier im Grasland. Überraschend weiches, flauschiges Fell liefert Groffelmilch. Und sonst, da kann ich es noch freilassen, aber irgendwie den... Ja, den Dingsstand, also wie es ihm geht oder so, kann ich jetzt hier nicht sehen. Okay. Das könnte ich aber pflanzen vielleicht. Ja. Ich hatte auch nur einen davon. Okay, der ist aber jetzt gepflanzt. Ha, kann ich sehen, was ich da gepflanzt habe? Ein Kräutersamen. Daraus wachsen Kräuter. Okay. Kann ich mit leben. Bäume habe ich scheinbar keine. Ich habe diese Zeliumsamen, aber mit denen die kann ich scheinbar nicht einfach so mal pflanzen. Sortieren. Probieren wir mal. So, was mal sortiert. Jede Menge Futter. Eine Mondseidenblume. Hübsch. Bleierz. Das heißt, ich könnte eigentlich theoretisch Zeug in diesem Lager einlagern. Für. Also zum Beispiel sagen 50 Futter verschieben und
die 50 auch verschieben. Und das Erz kann ich ja auch hier lassen. Und diese Blume und den Ton. Ja, den verschiebe ich auch mal. Die Tierhaut, das Wasser, den Stoff. Das Asche-Shampoo, das rote Shampoo, die Milch. Ich weiß nicht, ob ich die Pilze brauchen könnte, aber ich kann ja mal sagen, einen behalte ich und den Rest verschiebe ich. So. So. Da verschiebe ich mal alles von. Das lasse ich mal da. Weiß nicht, ob ich die mal brauche. Geheimnisvolle Samen. Was kann ich mit denen machen? Oh mein Gott. Ich will das wissen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen... was da reingetan. Wenn ich jetzt aufmache... Ja, das ist auch alles da drin. So, jetzt ist auch alles sortiert. Gut, 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 gut. Sehr gut, da ist ja schon wieder ein Häuflein. Du hast Samen. Pflanze sie in die Erde gefällter Bäume. Denk daran, Bäume pflanzen macht Menschen und Tiere glücklich. Okay. Und so kann ich die aber nicht einfach pflanzen. Ich muss dafür einen Baum fällen, ja? Schade. Okay. Wäre cool gewesen. Will ich mal ausprobieren. Hack, hack, hack. Und hack, hack, hack. So. Und dann kann ich zack, den Samen ver... Ah, ja. Okay. Ich meine, gucken wir halt mal, was daraus wächst. Im Zweifelsfall muss ich es halt umhauen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, dann habe ich halt jetzt einen Baum. Zack, da wieder gepflanzt. Gepflanzt. Was ist eigentlich heute los mit mir? Ich kann nicht sprechen. Ist ja schlimm. Mal gespannt, was daraus wächst. Tschüpp, so. Und dann lasse ich aber von dem Holz auch mal 25 hier. Riesenglockensamen. Okay. Kann ich das vielleicht auch ins Feld Samen pflanzen, meine ich. Nein. Scheinbar nicht. Schade. Schön. Doch, das war lustig. Yay, ich habe jetzt einen Hof. Klasse. Cool. Na, Gorfelino. Na, du. So süß. Oh mein Gott. So knuffig. Ah. So knuffig. Und die Milch bringe ich noch rüber. Immerhin 52% Rufbewertung. Vielleicht, wenn was wächst, vielleicht wird sie dann auch nochmal besser. Milch. Wunderbar. Schön. Dann speichere ich mal. Das war nett. 2% Produktionsertrag. Ja, da müssen wir was dran ändern. Speichern möchte ich gerne. Jawohl.
Speichern. Schön. Hey, Leuchti. Ich bin zufrieden. So ein schöner Hof. Doch. Ich bin höchst motiviert, damit etwas wirklich Schönes zu machen. Ja. Alles klar. Oh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und sehen uns dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.